So, Leute, da sind wir beim nächsten Opening. Und wir haben wieder was von Herr der Ringe. Wieder was gesponsertes von Fabian. Vielen Dank dafür. Und gucken wir mal in Lothring Commander Elfen Council rein. Dieses Produkt wurde mir zur Verfügung gestellt vom lieben Fabian, der mich damit unterstützen wollte, dass ich so Videos produzieren kann, wenn ihr mich unterstützen wollt. Ich habe Patreon und ab einem gewissen Tier bekommt ihr von mir sogar Stuff dabei. Wenn ihr euch sagt, oh, das kann ich mir vielleicht nicht leisten, das geht von 3 Euro los. Und wenn ihr da das könnt und das wollt, könnt ihr mich da sehr, sehr gerne unterstützen. Das hilft mir immens und hilft mir vor allem, euch Videos zu produzieren. Und ab einem gewissen Tier, wie gesagt, kriegt ihr was zugeschickt. Und aktuell zumindest noch, werdet ihr im Video genannt. Und dementsprechend vielen, vielen Dank an Christoph K., Dr. Alzheimer, Fabian, ist ein anderer Fabian, General Götterspeise, Patrick von MTG mit Patrick, Philphil, Siren, King Kasma und Tanzwurst. Und jetzt genug der Werbung. Ich mach mal das Commander-Deck auf. Das Elfen Council ist tatsächlich das Commander-Deck, das mich bisher am wenigsten interessiert hat von dem ganzen Ding. Was einfach daran liegt, dass ich persönlich nicht finde, dass dieses Commander-Deck irgendeine Art von Mehrwert bringt. Was ich damit meine ist, ich sollte jetzt nicht abschalten, das Deck ist trotzdem cool. Also, nur weil ich sage, das Deck bringt keinen Mehrwert, heißt es das nicht, dass ihr abschalten sollt. Kein Mehrwert bedeutet für mich, dieses Deck kann generisch ausgetauscht werden in so ziemlich alles, was ihr habt. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe es jetzt mal richtig aufgemacht, so wie da Reißlinien sind und alles, und es geht nicht auf. Warum geht es nicht auf? Muss ich das jetzt wirklich hier unten so halb zerstören, damit ich das irgendwie da rausbekomme? Guck mal, hier sind auch noch Reißlinien. So. Warum? Wizards, warum? Das ist die Deckbox dazu. Pappdeckbox. Sehr wichtig. Sehr cool. Was ich damit meine ist, dieses Deck ist super generisch. Ich habe sehr, 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 sehr viele komische Decks in Blau-Grün, also in Simic-Farben, in meinem Leben schon gesehen. Galadriel, Elfenqueen und Gandalf, Westward Voyager. Ich habe eine Menge davon gesehen, wirklich eine Menge. Aber ich finde es nicht gut, was sie damit machen. Ich find's echt nicht gut, weil hier sind eine Menge Staples drin. Wenn ihr noch kein grün-blaues Commander-Deck besitzt, ist das hier der Wahnsinn. Habt ihr schon irgendeine Art von grünen oder blauen Karten? Sind die nicht so sinnvoll. So, dann haben wir ein Collector Booster Sample. Sealed Product, not for resale. Ich finde es spannend. Ich weiß gar nicht, was hier drin ist. Ich habe auch nicht nachgeguckt, ob hier zum Beispiel auch Ringe drin sein können. Ich glaube, der eine Ring immer noch nicht. Aber zum Beispiel eine nummerierte Karte oder ähnliches. Ich habe keine Ahnung, was hier drin sein kann. Gucken wir mal an. Wir haben erstmal Galadriel auf Lothien. Das ist eine andere Galadriel als die Elfenqueen in Non-Foil. Und eine Foil Dunland Sebrain. Großartig. Wird mich dazu anregen, mehr Collector Booster zu kaufen für 50 Euro das Stück oder so. Gut, gucken wir uns mal an, wie immer. Wir haben hier eine Menge an Token. Treefolks, Treasure, Insects, Birds, der Ring, der dich temptet und eine Menge Elf Warrior und coole Beasts. Das sind coole Beasts Tokens. Ja, der Commander. Galadriel, Elfenqueen. 4 Mana, 4, 5. Will of the Council, das heißt, wenn sie zu Beginn des Versorgungssegments auf dem Feld liegt, Beginn des Kampfsegments auf dem Feld liegt und ein anderer Elf diese Runde ins Spiel gekommen ist, darf jeder Spieler voten zwischen Domain und Guidance. Wenn Domain die meisten Votes bekommt, werden wir vom Ring getemptet und wir legen eine +1/+1 Marke auf den Ringbearer. Spannend. Und wenn wir Guidance haben, dann ziehen wir eine Karte. Wie immer in diesem Edged Foil. Ich bin dazu übergegangen, hier die Karten tatsächlich zu signieren und mit zu verschicken und Spaß damit zu haben. Weil was soll man sonst damit machen? Wenn ihr eine Idee habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Ich weiß es nämlich nicht. Dann, jetzt wird es wieder peinlich. Ich bin nämlich wirklich schlecht da drin eigentlich. Ich bin natürlich nicht schlecht da drin. Ich bin großartig da drin.
Wie immer bei so vielen Karten, ich kann nicht auf jede Karte einzeln aufgehen. Ich werde den Face Commander, die gute Galadriel, nochmal zeigen. Ich kann auch mal hier hingehen. Tada! Dann haben wir den Gandalf. West Ward. Das Feuerling ist weird. Man sieht fast nichts an Feuerling. Es liegt nicht an meiner Kamera. Man sieht wirklich fast nichts bei dem Feuerling. Der ist 5 Mana, 5, 5. Immer wenn man Spell mit Mana Kosten 5 oder größer castet, muss der Gegner, jeder Gegner die Bibliothek auch vorzeigen. Man kann eine Karte, mit die denselben Typen hat, machen und den Spell kopieren. Okay. Wenn man das nicht macht, ziehen wir eine Karte und jeder Gegner zieht dann eine Karte. Spannend. Dann haben wir das und das Deck. Wie gesagt, ich gehe so ein bisschen durch, wenn ich irgendeine Karte cool finde, mich an irgendeine Karte erinnere, dann werde ich sie euch nochmal genauer erzählen und zeigen. Wie zum Beispiel die Galdrim Ambush, die finde ich sehr cool. 4 Mana Instant, wir legen X-1-1 Elf ins Spiel, wobei X die Anzahl an angreifenden Kreaturen ist und Schadenspunkte können diesen Zug werden verhindert, es sei denn, es ist von Elfen gemachter Schadenspunkte. Und das ist halt super cool. Man legt die rein, man kann blocken, die Elfen überleben und dann greift man zurück an. Das ist sehr, sehr cool. Legolas Greenleaf, auch sehr cool. Der Elk. Es ist wirklich schön gemacht. Man muss einfach sagen, was es ist. Es ist wirklich schön. Radagasta, Wizard of the Wilds. Das ist ja einer der ersten, die wir gesehen haben mit Beasts und Birds. Haben Ward 1, auch sehr cool. Ach. Es ist so ein cooles Artwork immer noch. Sail into the West. Das Schwert. Model of Unity. The Tide. Devastation Tide. Ich finde es einfach geil, dass hier schon wieder so viele andere Artworks sind. Mystic Confluence, auch hier. Peer for Power. Das sind so drei Karten. Jedes blaue Deck sollte es spielen. Das sind so schöne Artworks. Swan Song, so ein schönes Artwork. Heilige, Asketentum, vor allem auch so viele Rares, Elvish Piper, so wunderschön. Es ist wunderschön. Und ich kann verstehen, wenn man zum Beispiel für Heroic Intervention oder hier Enchanting Abundance oder die Realm Seeker tatsächlich das Ding sich holt, Sylvan Offering, ja. Einfach nur, um diese Karten zu haben, weil sie wirklich schön sind. Aber wenn man diese Karten schon hat, Commander-Spieler brauchen ja jede Karte nur einmal. Dementsprechend, ja. Preordain, auch richtig cool. Arbor-Elf. Beast Within, oh mein Gott. Es ist wirklich cool. Elfenmystik. Also Arbor-Elf, Elfenmystik. Elvish Visionaries, auch die sehr cool. Ich sehe schon die ersten Elfen, die damit spielen werden. Puh. Es ist wirklich wunderschön. Grovespar. Arcane Signet. Okay. Okay, da bin ich gespannt drauf, ob wir verschiedene Arcane-Signets in verschiedene Sachen. Commanders 4, das ist die Kugel von Sauron. Saruman. Geil. Lightning Reefs, es sind so viele Staples in diesem Deck. Und es ist wirklich ein sau cooles Deck. Wenn ihr die noch nicht habt, dann ist das wirklich eins, das, was ich am meisten empfehlen würde, weil es wirklich, wirklich gut ist. Der Soul Ring, sehr cool. Whisper Click Soak. Ash Barons, Command Tower, wunderschöner Command Tower, Field of Ruin. Bei der Command Tower bin ich überlegen, ob ich den jetzt auch spielen möchte. Sandbar, es sind wirklich coole Sachen. Dann auch die Inseln mit zwei verschiedenen Inseln, dann auch die Forests mit zwei verschiedenen Forests. Es ist wirklich, wirklich ein cooles Commander-Deck. Ich persönlich finde es halt nicht so geil, weil es ist super generisch. Dadurch, dass so viele Staples da drin sind, kann man halt theoretisch jede Karte als Commander nehmen. Jeder Simic-Commander. Stell dich vor, ihr nehmt irgendeinen anderen Simic-Commander für dieses Commander-Deck und es funktioniert genauso. Finde ich ein bisschen schade, dass man da nicht so ein bisschen mehr drauf eingegangen ist, aber ja, es ist wirklich ein gutes Deck und wenn ihr die Chance habt, das billig aufzupicken, dann macht das und ja. Nochmal vielen, vielen Dank, dass ich euch das vorstellen durfte. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wenn ja, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, könnt ihr den Kanal abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, hab ich's gesehen. Ciao, ciao.